freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass das Regnen heute Frieden schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Hecken, Rosen und Holunder blühen, das Atmen füllen und das Himmel zogen, das Blicken schächeln und das Drumherum, das rote Luftballons im Blau steigen. Das Schmerzen schmatzen und das Fische schweigen. La 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 dass die Sonne tieflich neu aufgeht. Das Herbst im Sommer folgt und längst im Winter. Gefällt mir wohl erschreckt als ihn dahinter. Wenn auch der Räuber klugen ihn nicht sieht, man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich, das ist das Lebenssinn. Ich freue mich vor allem, dass ich bin. Eine deutsch-jüdische Dichterin, die vor dem Zweiten Weltkrieg in Berlin sehr berühmt war, dann in die Emigration gezwungen wurde und dann noch so ein kleines Comeback, ich glaube in den 50er Jahren war das, gehabt hat, wo sie tatsächlich aus den USA nach Berlin zurückgekehrt ist. Die Zeilen der Dichterin Kaleko hätten nach meinem Gefühl auch von einem anderen Dichter stammen können, zum Beispiel von Heinrich Heine, auch ein deutsch-jüdischer Autor. Beide haben neben ihrer Herkunft gemeinsam, dass sie den größten Teil ihres Lebens im Ausland verbracht haben. Auch Heinrich Heine war im Exil in Paris, er flüchtete vor den Preußen und bekam ein Einreiseverbot, ein Grenzhaftbefehl, nannte man es damals. Es gibt noch in unserem Programm noch mehr deutsch-jüdische Autoren, die einfach einen unwahrscheinlich wichtigen Beitrag zur deutschen Literatur geleistet haben. Und viele von ihnen mussten fliehen. Deswegen widmen wir normalerweise, wenn wir unser ganzes Programm vorführen, das den Flüchtlingen dieser Welt und sammeln dann meistens auch Spenden für die Flüchtlingshilfe. Ich sage jetzt die nächsten Texte an, die noch kommen werden. Es geht los mit Sommerbild und dem Text Herbstbild von Friedrich Hebbel, in dem Stimmung und Gedanken des Wechsels vom Sommer zum Herbst
anklingen. Dann folgen mehrere Liebeslieder. Vielleicht werden einige von Ihnen Erich Frieds Was es ist kennen. Vielleicht eins der schönsten deutschen Liebesgedichte überhaupt, wie ich finde. Heinrich Heine entzaubert in Ein Jüngling liebt ein Mädchen einmal mehr den falschen Ton einer romantischen Liebesdarstellung oder romantisierenden Liebesdarstellung. Und Erich Kästner mit seiner sachlichen Romanze versetzt dem romantischen oder romantisierenden Liebesgedicht endgültig den Todesstoß. Und wir schließen dann mit einem hinreißend absurden Text von Joachim Ringelnatz überall. Und da würden wir uns freuen, wenn ein bisschen mitgesungen werden würde. Der Text ist ganz einfach, die Melodie auch. Sommerbild und Herbstbild. Sommers letzte Rose blüht, sie war, als ob sie bluten könne rot. Da sprach ich schaudernd im Vorübergehen, so weit im Leben ist so nah am Tod, so weit im Leben ist so nah am Tod. Es legte sich kein Hauch am heißen Tag, nur leise strich ein weißer Schmetterling. Doch ob auch kaum die Luft ein Flügel schlug, bewegte sie im Wald des Unverdient. Doch ob kaum die Luft ein Flügel schlug, bewegte sie im Wald des Unverdient. Es legte sich kein Haupt am heißen Tag, nur leise schlägt ein weißer Schmetterling. Doch ob auch kaum die Luft sein Flügel schlug, bewegte sie im Fang des Unverdient. Doch ob kaum die Luft sein Flügel schlug, bewegte sie im Fang des Unverdient. Thank you.
ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah. Die Luft ist stieg, als atmete man kaum, und dann auf allen raschen Fernen nahm. Die schönsten Früchte ab von jedem Baum. Oh, stört sie nicht den Feier der Natur? Dies ist die Lese, die sie selber hält, denn heute löst sich von den Zweigen nur, was für den milden Strahl der Sonne fällt. Oh, stört sie nicht die Feier der Natur? Dies ist die Lese, die sie selber hält. Denn heute löst sich von den Zweigen nur, was vor dem milden Strahl der Sonne fällt. Was vor dem milden Strahl der Sonne fällt. Was vor dem milden Strahl der Sonne
Ein Jüngling liebt ein Mädchen von Heinrich Heine. Thank you.
es wäre schon viel oder viel. Und seit irgendwo einen Kaffee zu trinken. Und immer übte jetzt so ein Mensch Klavier. Sie gingen ins Tempkarte-Café am Ort und hörten in ihren Tassen. Am Mann saß sie immer noch tot. Sie saßen allein und sie sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht passen. Schnell, dann ist es auch schnell. Also Patrick kann sehr schnell spielen. Ich kann auch schnell singen. Und, das ist überall so, das ist eigentlich schon das Stichwort. Überall. Wäre super, wenn einige sich trauen würden, ein bisschen nachher bei einfach nur überall mitzusingen. Und los geht's! Keine Start von Leon. Überall ist Wunder. Thank you.